Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palworld, zu einer neuen Folge ohne Stream, einfach so eine Aufnahme. Es sind Dinge geschehen. Wir müssen reden. Die Pals treiben mich zur Weißglut. Die machen mich kirre. Ich hatte gerade, ohne Scheiß, eine Stunde in Rage-Anfall, weil die mich kirre gemacht haben. Was ist passiert? Ich bin dabei zu züchten. Das habe ich ja in den letzten Folgen habe ich ja schon angefangen, so ein bisschen. Und jetzt gerade schmeiße ich halt immer ein, zwei Pals zusammen, brüte 10 Eier aus, weil ich will die XP. Ihr seht links oben, ich bin Level 49. Hier, 49. Ich habe so schnell gelevelt, weil ich mir die Fangbonusse geholt habe. Ne? Es gibt ja hier so Fangbonusse. Ne? Und ja, die habe ich mir geholt. Ich habe quasi Pals gefangen, immer dass ich die Zähne voll kriege. Bin durch die Anfangsgebiete gelaufen und habe die gefangen. Darum bin ich fast Max-Level. Ihr seht ja schon, die Pals sind noch lange nicht so weit. Die kommen noch hinterher. Ich schmeiß die ganze Zeit einfach random Pals zusammen und mach dann 10 Eier, damit ich halt, wenn es was Neues ist für mich, dass ich dann auch die 10 Pals quasi gleich voll kriege. Ne? Das war so mein Gedanke daran. Dass ich dann immer gleich den 10er XP-Bonus mitnehme. So. Das Züchten ist aber noch so eine Sache. Also die Pals bleiben nicht dabei. Die denken so die ganze Zeit so, ach, ich muss jetzt züchten. Ach nee, warte mal, da liegt ein Ast auf dem Boden. Ich muss den Ast wegräumen. Oh, kriege ich Anfall. Und dann gehen die natürlich nicht von selber wieder da rein und machen weiter. Und das triggert mich sehr hart. Muss ich sagen. So. Hier ist alles top. Ich habe übrigens schon die ersten Zuchterfolge. Zum Beispiel er hier. Arsox, der Schlechter, habe ich ihn genannt. Guckt euch unten mal die Werte an. Guckt euch diese Werte an da unten. Das ist mein erster richtig krasser Zuchterfolg gewesen. Jetzt habe ich heute auch erst hingekriegt. Also es ist gerade 22 Uhr. Ich habe den ganzen Tag am Samstag bei The Palworld gezockt und habe gezüchtet. Das ist übrigens Lami. Lami rennt hier rum und hilft überall, wo er kann. Ja. Das ist der erste Kreuzzug. Da hinten ist jetzt übrigens die Zuchtfarm. Die ist jetzt da drüben. Das wisst ihr aber, glaube ich, schon. Ich glaube, ihr wisst das schon. Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe schon einige Schwünge durchgemacht und ich habe gerade vorhin die letzten zwei, die ich zusammengepackt habe, die haben hier riesen Dracheneier gegeben. Was da drinne ist, weiß ich sogar schon. Die Sache ist, das kannte ich noch nicht. Ich vermute mal, das ist kurz vor den Semi-Legis sogar irgendwas. Vielleicht ist es sogar ein Semi-Legi, ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch von denen halt Zähne gemacht. Die jetzt da hinten drin sind, die geben wieder neue Sachen. Jetzt habe ich ein bisschen umgebaut, ich habe jetzt zwei Feuer hingepackt. Hier hinten ist jetzt eine Kiste. Ich konzentriere mich jetzt voll auf eigene Zuchteier. Ich sammle gerade keine Eier mehr. Ich züchte jetzt alles selber. Das hier ist der aktuelle Schwung. Das hier ist das vorhergehende. Das sind hier noch und die zwei noch. Die da vorne jetzt drin sind, das ist das vorhergehende. Das sind die hier. Und die zwei, die jetzt gerade drin sind, das sind die hier. Na, ich züchte immer 10 Stück, immer 10 Eier und die brüten wir dann aus. Hier ist auch noch. Das ist noch eine Zucht gewesen von vor Stunden. Die habe ich noch nicht gemacht. Das sind auch die 10 Eier. Und ich weiß noch nicht, was hier rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Ne? Und so geht es halt die ganze Zeit. Ich schmeiße die jetzt zusammen und dann. Ich gucke halt auch teilweise rein. Ich habe schon einige andere Züchtungen heute noch gemacht. Und ich gucke halt dann rein, was drin ist. Wenn es nichts Interessantes ist, dann zeige ich euch das nicht. Aber wenn es irgendwas 0815. Pal ist und nicht gerade krasse Werte hat, wie der Arsox da draußen. Brauche ich euch das ja nicht zeigen, das ist ja jetzt nicht so interessant. Aber hier, ich habe eine Zucht gemacht, da habe ich diese Rieseneier rausbekommen. Diese hier. Zerforschtes Riesenei, also ein Elementei, auf selten hatte ich noch nie. Und ihr werdet lachen, was da drin ist. Passt mal auf. Mich nicht ausbrüde. Da ist aber fucking Anubis drin. Anubis gehört zu den Endgame-Kreaturen, zu den Endgame-Pals. Und man könnte ihn als Semi-Legende bezeichnen. Er ist auch ein Boss auf der Karte. Level 47, also schon hartes Endgame. So, wir werden jetzt hier die nächsten zwei reinschmeißen. Ich werde auch jetzt, ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt gleich mal machen. Die Folge ist spontan gerade. Eigentlich bin ich gerade noch im TS mit Dark am Labern, weil der zockt auch gerade Palworld. Und wir labern halt die ganze Zeit nebenbei. Und ja. Der lacht sich tierisch weg, wenn ich hier am Fluchen bin. Das ist unfair. Finde ich nicht okay.
Die Frage ist, ich wollte halt das ausbauen, das Bruthaus, ein ganzes Stück noch in die Richtung, dass wir halt schneller und mehr ausbrüten können. Aber, ja gut. So, jetzt gucken wir noch hier rein. Das ist das von der von dem letzten, also nicht von dem jetzigen, sondern davor. Da kommt nämlich das hier raus. Estagon hat das Licht der Welt erblickt. Das ist mein zweiter. Was ist Estagon? Das ist das Vieh hier. Also, ne, hier oben hat man, hier sind die zwei Lechis. Hier sind Semi-Lechis. Ich weiß nicht, wie weit. Ich glaube, die drei. Oder vielleicht noch die zwei, keine Ahnung. Und hier ist der Astagon. Und ich sah die rasende Bestie aus dem Abgrund emporsteigen. Wehe dem, der vor die Bestie tritt. Wehe dem, der die Stimme der Bestie hört. Das Vieh ist halt ziemlich übel und es gibt sogar Paluminium-Barren. Also das Ding ist Endgame. Habitate, da hinten oben. Bei Tag und bei Nacht kann man es dort antreffen. Okay, das ist vielleicht doch keine Semi-Legende, wenn ich das jetzt so sehe. Aber das ist krass. Das ist schon krass. So, den brüte ich jetzt quasi 10 Mal aus und hoffe, dass ich einen richtig geilen mit geilen Stats dabei habe. Ich habe auch Screenshots gemacht, welche ich da... Oh, seid nicht so besonders. Mit sowas machen die mich die ganze Zeit kirre. Geh. Geh. Wohin du gehst, ist mir egal, nur geh. Danke. Ja, mit sowas machen die mich die ganze Zeit kirre hier. Mach ich wahnsinnig. Wahnsinnig, sag ich. Bin auch hier die ganze Zeit immer wieder am Basteln, am Farmen und so. Am Zeug herstellen und so weiter und so weiter. Denn aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt so hoch im Level bin, können wir jetzt nämlich hier schon scheiße viel freischalten. Wir können mal... Hier gibt es einen gigantischen Futterbeutel, den können wir auch schon mal freischalten. Und ich habe hier legendäres Fern schon mal freigeschaltet, da brauche ich auch die Paluminium-Barren. Und ja, das wird lustig. So, erstmal den Terra-Schild, ein neuer krasser Schild. Elektrische Pharmazie. Pharmazie mache ich kaum. Elektrischer Hochofen, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Schwert, können wir machen. Verkehrssicherheit, Verkehrsschilder. Why immer ich das haben will, keine Ahnung. Sturmgewehr nehmen wir uns, Sturmgewehr-Muni nehmen wir uns. Die neue nächstgrößere Rüstung, Paluminium-Rüstung, nehmen wir uns natürlich auch. Waffenfließband 2. Astegon-Sattel, mit dem kann man rumfliegen sogar. Das ist krass, Absperrung. Hitzerüstung, also von der höchsten Rüstung hätte ich dann natürlich auch gerne die verschiedene, aber da bin ich noch nicht hier, ist noch die Kälterüstung davon. Panzerfaust, I don't know, ob ich das haben will. Ich weiß es nicht, so die nehmen wir auch noch mit. Das Ding ist, ich befürchte, dass wir dieses neue Erz, dieses Paluminium im elektrischen Hochofen machen müssen. Und das Problem ist, den kann ich noch nicht machen. Dann brauche ich 10 Platinen. Ich kann mal kurz gucken, ob ich Platinen anstecken kann. Ich habe noch ein paar, aber... Könnte ich Platinen... Ui. Der ist Lechi. Okay. Krass. Was brauche ich denn da? Der geht eigentlich voll klar. 200 Fasern. Der ist chillig eigentlich. Kann ich den auch hier vorne machen eigentlich? Kann ich den in der besseren Werkbank eigentlich machen? Das würde mir helfen, wenn ich den hier machen könnte. Nee, kann ich natürlich nicht machen. Okay, ich mache erstmal das hier. Was braucht man da? Polymer und Reinquarz. Was heißt, ich könnte erstmal Polymer machen. Mache ich mal Fettpolymer. Wir haben ja jetzt Händler. Wir haben ja Dealer, die uns diese hochqualitative Stuff verkaufen. Also alles gut. Guck mal, da sind schon wieder Eier. Wir holen die mal schnell. Ja, die haben nämlich, die zwei haben ihre Zähne noch nicht fertig. Also die sind noch, ich glaube, das sind sogar mit die letzten Eier. Jetzt glaube noch ein Ei, wenn ich da zwei sehe. Ne, drei. Sind das schon drei Eier? Sind die dann schon durch? Das könnte sein, dass sie schon durch sind jetzt. Ich tue immer, nee, eins müssen sie noch. Ich tue immer quasi, oh, es sind vier. Oder? Ne, es sind drei. Okay, sah gerade komisch aus. Genau, ich tue nämlich immer 10 Kuchen rein und ein Kuchen ist ein Ei quasi. Das ist immer so meine Taktik beim Züchten. Dann hoffe ich, dass wir halt immer gute Züchtungen dabei haben. Ich habe noch ein paar andere Sachen so aus random gefundenen Eiern rausbekommen. Die sind jetzt aber irgendwo in der Box. Ich muss auch demnächst verkaufen, weil wenn ich so viel züchte, tauchen sehr viele Pals auf, die ich halt einmal verkaufen muss. Aber
durch diese ganze Zucht verdiene ich den Arsch Geld ever. Also, ich habe Geld ohne Ende. Darum kaufe ich mir teilweise auch Ressourcen jetzt mittlerweile. Macht es einfach wesentlich einfacher. Hier. So, jetzt ist natürlich die Sache. Wollen wir heute in der Folge, in der spontan aufgenommenen Folge hier, wollen wir noch ein paar Bosse klatschen? Wir hätten hier zum Beispiel noch den hier. Wir hätten das hier. Wir hätten die Biene. Wir hätten den hier. Jormunit würde ich jetzt nicht probieren vielleicht, weil 45, ich bin 49. Meine Prals sind alle auch gerade noch um die 44, 45. Wumpu-Botan können wir machen. Hier oben den können wir, 35 können wir machen. 38 können wir machen. Wir können Anubis probieren, da wird mir wahrscheinlich hart auf den Deckel geben. Silberlix würde ich auch probieren. Ich bin übrigens, bin mal hier überall rumgeflogen, habe mal alles aufgedeckt. Also die haben noch ein Level, das würde ich mal noch nicht versuchen wollen. Eher nicht, hier oben sind die Lechis, die Semi-Lechis. Na, hier bin ich noch nicht drüber geflogen, das will ich noch machen, dass ich hier mal rumfliege und alles aufdecke. Ja, was bauen oder hier die Bosse? Ich würde sagen, wir machen die Bosse, oder? Nehmen wir die Bosse mal noch weg. Ich brauche meinen Drachi. So. Ach nee, brauche ich noch gar nicht, ich muss erst hin teleporten. Ha. Habe ich Bälle dabei? Ja, 13 Ultrasphären. Ach, die Eier muss ich wegtun. So. Das sind die neue Zucht, die kommt hier hinten rein. Ich habe hier so ein bisschen ein System zusammengelegt, welche Zucht, wie, wo, was, damit ich nicht durcheinander komme. Aber ich muss sagen, züchten macht hier wirklich sehr viel Spaß. Wir machen in der Folge heute ein paar Bosse. Und in der nächsten Folge, ich werde dann wieder offscreen noch ein bisschen züchten, ein bisschen labern einfach. Und wenn ich dazu komme, mache ich morgen noch eine Folge, dass wir hier das mal vergrößern, dass wir das Zuchthaus vergrößern. Und dann schauen wir mal, wie das dann läuft. So. Okay, dann let's go. Wir teleportieren uns. Wo teleportieren wir uns am besten hin? Für die Bosse. Wir fangen hier unten an, würde ich sagen, oder? Ich teleportiere mich hier hin, fliege darüber und dann geht's los. Die will ich natürlich auch fangen, ne? Also, ist klar. Oh, das war die falsche Seite. So. Was? Nee, 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 lass mich in Ruhe. Oh, fuck. Nee, geh weg. Wo muss ich hin? Da lang, ne? Da lang, glaube ich, da. Ja, oh, ich bin gut. Das war übrigens das Vieh, was mich damals überraschend weggehittet hatte, falls ihr euch erinnert. Ich bin um die Kurve gekommen, das Vieh stand neben mir und hat Butsch gemacht und ich war weg. Jetzt kommt die Rache. Jetzt kommt das Karma. Oh, hier ist eine Dungeon. Lol. Hier ist eine Dungeon. Ich suche die ganze Zeit schon immer neue Dungeons und so. Da ist es. Das sieht eigentlich so süß aus, ne? Elfi dran. So, das holen wir uns jetzt. So, unser Drachi hat auch schöne neue Attacken bekommen. Oh, ich mach keinen Schaden. Geil. Okay. Oh, fuck. Nein, ich hab falsch gedrückt. Sorry. Oh Gott, was macht das? Nein, geh weg. Geh weg. Oh, geh weg. Wie geil war das denn gerade? Oh Gott. Aua. Oh, wo ist Sachladen? Oh, wie geil das gerade war. Oh, nice. Oh nein, geh weg. Lass mich in Ruhe. Drachi, Drachi. Schönes Ding. Schönes Ding, Drachi. Schönes Ding. Ist egal, ich habe ein Schild. Was machst denn du da jetzt, Junge? Fuck, ich muss nachladen. Geh, bleib da drin. Oh, ich hab's. Alter. Das war geil. Greifen die mich an? Nee, nicht mich. Okay. Dieses Paar ist genauso naiv, wie er aussieht. Soll. Oh, das erste. Habe ich jetzt das erste Mal. Schön. Okay. Den haben wir auch. I like it. Huch. Okay. So, das ignorieren wir ganz gekonnt hier unten.
Der andere ist da drinnen, in der Dungeon dort. Oh Gott. Das sah geil aus. Ich wollte einen Screenshot machen und habe F11 gedrückt. Das hat sich das Spiel minimiert. Ah Gott, oh Gott, oh Gott. Das wollte ich gar nicht. Aber gut, dass die Aufnahme trotzdem weitergegangen ist und dass es nicht irgendwie abgebrochen hat. Das ist angenehm. Alter Ritualplatz. Ich hoffe, da kommt Story. Ey, wir brauchen Story, wir brauchen RPG-Elemente. Quest-System, bitte. Och, das wäre so geil. So, hier gehen wir jetzt rein. Sphäre. Totenseele. Wait. Klingt lustig. 28. Let's go. Hallo. Dich kennen wir doch. Wasser wird da nichts bringen. Das wird allerdings wehtun. Muss kurz nachladen. Die habe ich zwar schon, aber Eddie will ich nochmal haben. Oh fuck. Nein, komm weg. Das wollte ich nicht schmeißen. Ich wollte das schmeißen. Okay, haben's. Ausgang ist hier. Sehr schön. Oh, Angriffsstratege. Keine negative Eigenschaft, nur eine positive. Das ist cool. Oh nö. So, wohin jetzt? Jetzt die Biene. Die Bienenkönigin. Da müssen wir hier hin. Das ist, glaube ich, der Eingang gewesen. Hätte ich mir damals schon markiert. Das heißt... die Richtung ist das, glaube ich, ne? Genau. Okay, fliegen wir darüber. Let's go. Ja, momentan fällt es mir sehr schwer, ein bisschen zu entscheiden, was genau ich aufnehme für Folgen und was halt nicht. Das fällt mir momentan schwer, weil gefühlt ist halt alles irgendwie interessant und gleichzeitig aber nicht so interessant, dass man vielleicht ein Video draus machen kann. Gerade das Züchten. Wenn ich euch alles von dem Züchten zeigen würde, so in kompletten Folgen, dann hätten wir schon locker 30, 40 Folgen nur Züchten gerade. Weil ich finde es halt alles interessant, aber zum Zugucken ist es dann wahrscheinlich wieder nicht interessant. Nur wenn man es selber wirklich macht, ist es interessant. Und das ist dann halt wieder so schwierig einfach. Genau hier unten müssen wir rein. Genau hier ist sowieso ein Minenschacht und da müssen wir reinkraxeln. Zur Bienenkönigin. Wir können auch mal sowas wie Anubis und so probieren, theoretisch. Also dagegen hab ich nix. So, guck mal mit. Huch, danke. Da schwebt Gras. So, wir haben noch genug Muni. Pistole ist am Start. Wie geht's denn dir eigentlich? Ach, geht's gut. Wo habe ich die Blumen her? Habe ich die von der gerade gekriegt? Ich brauche Blumen. Ich will einen Blumengarten machen. Das heißt, wir können... Wisst ihr was, wir machen das so. In der nächsten Folge machen wir dann Bau Blumengarten und Erweiterung Brutstätte. Machen wir in der nächsten Folge dann, okay? Klingt gut. Oh, das ist perfektes Timing. Die pennen alle. I love it. Hi. Dass ihr mir nicht dazwischen funkt. Nicht, dass ich unterstellen würde, dass ihr mir dazwischen... Hä? Ach, dort. Wie gerade da. Ich will das nicht unterstellen, dass sie mir dazwischen funken, ne? Aber... Drache, da! Mach die Königin weg! Gegen die Königin! Rebellion! Ruf zur Rebellion auf! Oh Gott. Aua. Was bin ich froh, dass ich... Dieser Terra-Schild, ne? Oh, fuck, ich... Halala. Ja, das kann ich nicht ausweichen. Ob ich versuche, so die zu fangen? Ich habe eine, komm.
Oh, hier ist noch ein Dings. Oh, das ist eine Kiste. Nice. Holen wir uns einmal das. Drachi. Na, Kisti holen. Ich habe die Kisten in den letzten Boss-Dungeons immer vergessen. So doof. Aber was macht eine Bienenkönigin hier unter der Erde? Warum? Ich frage gar nicht erst. So. Das Doofe ist nur, jetzt, wo ich mich hier wegteleportiert habe, oder wo ich mich halt teleportiert habe, weiß ich ganz genau, dass die zwei Nüsse in der Brutstätte jetzt schon wieder nichts machen. Und wieder irgendeinen anderen Scheiß machen, den sie nicht machen sollen. Ich weiß es einfach. Boah, ich habe mich vorhin so aufgeregt, ne? Ich hätte es, also das wäre wahrscheinlich richtig witzig gewesen, hätte ich es aufgenommen. Dark hat sich weggekrümelt. Ich bin so ausgerastet. Ich hatte so gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Weil die nicht einfach nur... Naja, you know. Ist anstrengend, wirklich. Ich war so weit, dass ich die Palpresse erforsche und den hat mir angedroht, dass ich die einstampfe, wenn die nicht langsam mal normal, also, ne, machen. Und nicht da einfach bleiben. So, what the fuck, wieso habt ihr was gegen Sex? So, holy shit. Macht doch einfach. Es wäre mir auch egal, wenn die das Ei dann aus dem Wald holen und sagen, hier, wir haben ein Ei. Guck's dir an. Ist mir auch egal. Die liegen, da liegt ein Ei. Da ist eine Kiste. Da muss ich hin. Da will ich hin. Quivon nehmen wir gleich wieder mit. Ich brauche noch Spitznamen für die. Ich will noch mal überlegen. Also ich habe ein paar Pals, wo ich jetzt auch die ich im Team haben möchte. Ich habe schon drei Lieblingspals für mich, die einfach toll sind, die ich einfach echt liebe mittlerweile. Sphäre der Kühnheit. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Falsche Taste. Lass mich nachladen. Oh, ich bin durch. So, let's go. Was bist du? Was bist du, Warsack? Hallo, guten Tag, Herr Warsack. Ein Kriegskäfer. Warte mal, lol, das ist auch wieder... Nein. Ich muss einen Screenshot machen. Oh, warte mal. Welcher Anime? One Punch Man, da gab es auch einen Warsack. Oh, fuck. Geil, die haben hier alles reingebaut. Ich liebe die Entwickler. Oh Gott. Ey, ich liebe die Entwickler, ne? Die haben so viel Scheiß eingebaut. Ich weiß genau, was sie hier anspielen. Aua. Ja, Warsack, ich weiß halt genau, worauf sie anspielen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn einfach? Geh weg. Das will ich haben. Ah, das ist ein blauer Ball. Was mache ich denn? Oh, das war doof. Hier. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt lustig, wenn das jetzt drinnen bleibt. Ah, cool. Ach. Nice. Warsack. Ja. Ja, da gab es bei One Punch Man gab es das. Da gab es so ein Killer-Insekt, was eine Überspezies sein sollte. Besser als die Menschen. Und das hatte so Panik vor Saitama. Das hatte so die Hosen voll vor Saitama. Weil Saitama halt überhaupt nicht gezuckt hat bei ihm. Und das Vieh war halt so gewöhnt. Wie hieß denn das? Das hatte auch einen Namen, das Vieh. So, das können wir hier oben noch machen. War Elit. Den dort. Ah, die Jomin. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt versuchen will. Sonst haben wir eigentlich alle Bosse soweit da durch. Hier, das muss ich noch aufdecken. Ne, hier ist ja auch noch ein 50er, 46er. Da decke ich noch auf. Aber wir könnten, also das können wir definitiv noch probieren. Das hier können wir auch probieren. Das hier um Schnee können wir auch probieren. Ich habe sogar Rüstungen alle mit. Ich hab sogar die Kälterüstung an, lol. Ich habe nicht mal die richtige Rüstung an. Toll. Gut, dann teleportieren wir uns gleich hin. Wo ist denn... Da. Okay, let's go. Das nehmen wir auch noch mit. So. Einmal hier drin. Was ist das für ein Tag? Ja, ne? Sehr schön.
sehr schöne. Genau da unten. Ja, hier das Becken finde ich cool. Aber ganz ehrlich, in diesem Becken hier, ich würde hier so eine japanische Stadt hier unten fühlen. Mit Pagoden und allem drum und dran. Das würde ich hier viel mehr fühlen, muss ich sagen. So, das Ding müssen wir auch fangen. Das habe ich immer noch nicht. Level 38, das könnte knackig werden. Hat keine Ads, das freut mich sehr. Drache, nicht mich angucken. Das ist gut. Oh Gott. Ah, it's coming. It's coming, it's coming. Drachi, was machst du? Oh, zieh die Aggro. Was macht es? Oh, oh. Hey, was tut es? Das will in meine Nähe. Mach's weg. Oh, oh. Ja, damit komme ich klar. Okay. Du hast keine schlimmen Attacken, bis auf das Ding. Bis aufs, Mann, ich will deinen Kopf treffen. Oh Gott. Das ist nicht gut. Ich bin hier raus. Nein. Muss nachladen. Mein Schild ist weg. Okay, cool. Vaelet, neues Paar im Schloss, blühten alle die Lieblingsblumen des Königs. Eines Tages gab es eine große Schlacht und verdrohte, Schloss einzunehmen. Da erschien plötzlich eine Blumenfee. Warte. Was? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Oh, hier ist das Warsack. Das sieht cool aus. Das war vor allen Dingen auch so ein Hirschkäfer. In dem Anime. Was? Okay, das ist schwierig zu lesen, Freunde. Das ist schwierig. Wo ist denn die Blume? Warte mal, die Blume gucken wir uns mal kurz an. Was stand da? Hier. Da erschien plötzlich eine Blumenfee aus dem Märchen Die Blume des Königs. Oh, das ist süß. Transport 1, sammeln. Das ist schön. Ich glaube, das schmeißen wir, das tun wir mit auf die Farm. Das ist schön, das tun wir mit auf die Farm. Das gefällt mir. Was kannst du? Holzfäller. Transport kannst du richtig gut. Ich habe so viele Holzfäller, ihr fällt mir ständig alles weg. Sehe ich einfach nicht. Sehe ich einfach nicht. So. Wo ist denn der Weg nach oben da? Ich guck mal, dass ich das Terra-Schild vielleicht machen kann. Aber ich befürchte, dass das Terra-Schild in dem Fließband Stufe 2 gemacht werden muss. So, kann ich jetzt da hochfliegen? Genau, hier ist direkt ein Port. Das ist gut. Ja, zu dem Bombo-Botan kommen wir jetzt nicht rüber, so einfach. Machen wir den vielleicht in der nächsten Folge mit. Oder so. Da. Sphäre der Schnellfüßigkeit. Oh, hallo. Nee, lass mich in Ruhe. Nee. Was bist du denn, Junge? Oh, dich kenne ich noch gar nicht. Oh, du siehst schnell aus. Oh ja. Oh ja, du siehst schnell aus, Junge. Oh Gott. Ah. Wasser. Okay, du bist auch nicht ganz so stark. Na. Ignorier halt. Autsch. Hast du gerade eine Blumengun gemacht? Krass. Noch 4 Stück habe ich. Okay. Oh. Wahrlich, die Qualität des Bodens, über den ein Wetter schoppelt, verbessert sich immens und Pflanzen beginnen zu sprießen. Verspritzt man Pestizide, würde das Gebiet meiden, okay? So eine Art Naturgeist quasi. Klingt aber schön. Also schön. Schön, schön, schön. So, warte, jetzt müssen wir noch da hoch. Da oben gibt es jetzt noch was. Was wir hier machen können, das ist relativ nah.
Das Ding ist Eis, ne? Brrr. Ich lande kurz zwischen. Ich muss kurz meine Rüstung jetzt gleich changen erstmal. Bevor ich jetzt hier irgendwas... Kälterüstung. Das wird ja auch ein Eisding sein. Das heißt, die Kälterüstung kann ich gleich anlassen. Weil das wird halt gleich gut gegen das Ding sein wahrscheinlich. Wir kämpfen die ganze Zeit um die Quivern. Weil Quivern ist einfach gut. Das Ding sieht voll hübsch aus, ne? Das ist aber nicht hier drin. Das ist was anderes. Was hier drin ist, das kenne ich. Das haben wir schon mal gesehen. Das lief hinten im Dingsgebirge, lief das mit rum. Aber das, die Statue, das sieht echt schön aus. Mal gucken, wo es das gibt, ob es das gibt. Level 40, das Ding könnte knackig werden. Trine Arrow. Ach du Scheiße. Das war vielleicht ein Fehler. Hallo. Dich habe ich auch noch nicht, ne? Zwei Wasserbomben. Schönes Ding. Ja, Eis will ich nicht abkriegen. Oh, oh. Hey, was? Durch das Ding durch? Oh, das ist aber kacke. Ho, ho, ho. Lass das, please. Please, lass das. Oh, kacke. Finde ich nicht gut. Wow. Miese Nummer. Ganz miese Nummer. Oh, oh. Naja, dein Eisspike. Au! Gemeinheit. Oh, cool, wir haben's. Nice gemacht, Quivern. Nice gemacht. Sypelix mag den Regen und steht, solange es regnet, oft still. Foxparks stellen sich gerne bei ihm unter. Oh, das ist auch süß. Das ist auch süß. Wie kommen wir jetzt... Kommen wir jetzt schnell irgendwie zu dem Wombo Botan? Gehen wir da jetzt schnell hin, ist die Frage, ne? Das wäre der letzte jetzt so... Bis auf die zwei Wasserdinger und Anubis. Bis auf diese Wasserdinger und Anubis, die halt leveltechnisch jetzt ein kompletter Sprung sind. Die sind halt wie die hier, ne? Das ist halt wie hier. Den würde ich aber gerne noch machen, weil der ist halt noch einer von dieser alten Garde sozusagen, in Anführungszeichen. Ansonsten habe ich eigentlich alle. Wie kommen wir da schnell hin? Ich müsste da hinreisen. Lasst uns das ganz schnell machen. Ich fliege kurz da runter. Wir teleportieren uns darüber. Und dann rennen wir zum Strand runter und machen den Wombo Botan. Mit Glück ist dieser Wombo Botan auch so ein... Also steht draußen und nicht irgendwo innen drin in der Dungeon. Das heißt, wir können ihn relativ chillig machen. Das ist ja so... Nee, das ist so anders, so ein großer. So ein großer Wobbel. Genau. Dann fliegen wir hier links rüber und dann passt das eigentlich. Soll man das hinkriegen? So. Ey, unten sitzt ja auch einer. Ich wollte ihm auch mal fragen, ob er mit... Aber es ist ein Deserteur. Ich weiß nicht, ob der es verdient, in unserem tollen Dorf zu wohnen. Boah, übrigens, ne? Unser Dorf. Oh, die machen mich auch wahnsinnig, ne? Die Menschen machen mich auch wahnsinnig da drin. Die stehen ständig auf irgendwelchen Dächern. Dann jammern sie rum, weil sie nicht mehr runterkommen. Ich habe eine Frage. Wie sind die überhaupt da hochgekommen? Das ist so... What the shit? Ah, da unten irgendwo ist der... Ja, der ist in keiner Dungeon. Der ist so da. Okay, das ist gut. Das ist sehr angenehm. Ich überlege, ob wir auch so ein Schwarzmarkthändler-Dude hier gefangen nehmen sollen und mit... Also überreden sollen, mitmacht zu machen bei uns. Ich weiß auch nicht, ob ich den bei uns haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich mag den nicht so. Okay, Pistole ist auch fast kaputt, komplett. Das heißt, ich bräuchte bei Gelegenheit... Ist das hier die Stelle? Ja. Ah, da ist er doch. Oh, du hast eine Blume immer! Fuck, dich müssen wir fangen. Hab ich noch... Ah, wait, hab ich noch... Ich hab noch drei Stück. Oh, shit, den brauche ich. Oh Gott, bist du süß.
Oh Gott, bist du... Du hältst was aus. Wasser wird mit dem nicht funktionieren. Ich will dich aber auch nicht töten, weil er ist noch... Oh Gott, hat er viel Leben. Oh, oh. Nein, guck mich nicht so böse an. Oh, fuck. Aua. Ich will ihn haben. Das ist so eine B-Variante. Ja, ja. Alles klar. Jetzt lach doch mal in Ruhe nach. Was mache ich? Nur direkt das. Oh nein, das sind die Bombendinger. Wenn ich durch mein Schild kommst, habe ich keine Panik. Das kannst du vergessen, das klappt bei mir nicht. Oh nein. Ich versuch's schon mal. Aua. Okay, hab ihn. Nice. Um seinen Körperbau zu studieren, rasiert man ihm das Gras ab. Aber am Ende blieb nichts als abrasiertes Gras übrig. Okay, also ist das Gras selber die Lebensform. Okay, das ist ein bisschen weird. Aber okay, kann man auch machen. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich reise noch zurück. Ziehe heute die Level 50 wahrscheinlich noch durch. Und erkunde mal den Vulkan, also decke mal den kompletten Vulkan auf. Und vielleicht fliege ich nochmal hier ringsrum und decke hier noch alles auf. Mal gucken. Ich weiß noch nicht so richtig. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich dann sagen, in der nächsten Folge bauen wir unseren Garten und erweitern das Bruthaus. Und ich brüte jetzt noch ein bisschen was aus und guck mal noch ein paar Brutkombinationen, was da so bei rauskommt. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.